meine lieben Freunde von Racing 69. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben wieder ein paar kleine Neuerungen oder Veralterungen. Da das in den Streams das letzte Mal immer so ein bisschen mit diesem Mikro ein bisschen tricky gewesen ist, bin ich dann doch wieder zurück zu meinem Headset hier mit Mikrofon. Ich hoffe, das hört sich für euch jetzt auch genauso gut an. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit ein bisschen was eingestellt und gemacht und getan. Sollte also jetzt so laufen, das ist mal das eine so. Und heute möchte ich euch einfach mal einen kleinen Trick zeigen, der euch vielleicht gefällt. Denn es ist oft jetzt schon bemängelt worden, dass in Automobilista 2 es keinen Flasher gibt. Ja, also es gibt zwar jetzt inzwischen nach dem Update vom Update ein High Beam Light, also Aufblendlicht, aber ein Flasher direkt gibt es nicht. Aber ich zeige euch jetzt einen Trick, wie ihr trotzdem einen haben könnt. Wir sind also in Automobilista und als erstes, was wir tun müssen, ist, wir gehen in die Optionen, dann in Steuerung und da Zuweisungen bearbeiten, da Fahrzeug. So, und wie ihr seht, wir haben jetzt hier Scheinwerfer und High-Beam-Taste. Ja? Das habe ich mir hier auf mein Lenkrad gelegt. Warum dann da Joystick steht, weiß ich nicht, ist aber so. Was ihr aber bei High Beam jetzt zusätzlich machen müsst, ist, dass ihr euch hier hinten eventuell über die Tastatur, ich habe es jetzt hier über die Tastatur gemacht, eine Taste belegt, ja, als Sekundäreingabegerät. Ich habe jetzt hier einfach mal die L-Taste genommen, zickidi zack. So, und das ist schon alles, was ihr in Automobilista machen müsst. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt über. So, was ihr jetzt braucht, ist der RootChief, ich denke mal, die meisten von euch werden ihn sowieso benutzen. Wenn nicht, dann funktioniert dieses Video leider nicht. Ja, aber ich denke mal, dass ihr den habt. Also nehmen wir jetzt den RootChief. Moment, wir gehen auf den Desktop. So, dann habe ich den hier schon geöffnet. Und dann gibt es hier diesen Punkt Command Makro Editor. Ich habe mich immer schon gefragt, was das eigentlich ist, aber da kann man ganz coole Sachen machen. Also, das drücken wir jetzt mal. Dann geht ein weiteres Fenster auf. Ja, so. Und was ihr dann machen müsst, ihr müsst hier oben Available Macros, scrollt ihr bis relativ ganz runter. Da gibt es den Punkt Toggle Select Control. Das tut ihr jetzt einmal. So. Und dann seht ihr, zack, da kommt schon das rein, was ich schon gemacht habe. Ja, das wollen wir jetzt mal Undo Last Action machen. Denn wir wollen ja, dass das Schritt für Schritt ist. Also wie gesagt, ihr drückt auf Select, Toggle Select Control. Ja, und dann hier unten auf Repeat Key Presses. Das heißt, er macht eine automatische Funktion. Und jetzt nehmt ihr euch diesen Buchstaben L. Key L steht hier bei Available Keys. Zack. Ja. Dann sagen wir hier bei Repetition Continue, was auch immer das heißen soll, da schreiben wir jetzt rein mal die Zahl 14. Das heißt, das ist also 7-mal an, 7-mal aus. Add Action to Sequence. So, das heißt jetzt hier also Multiple 14 Key L. Hier Time Between Key Presses, da schreibt ihr mal den Wert 20 rein, akzeptiert es einfach so, ist halt einfach jetzt so. Und jetzt sagen wir hier Save Sequence to Macro for Automobilista. Save. Oh. Und jetzt gehen wir noch hier hin und nehmen das Fanatec Wheel. Ihr könnt jetzt auch was anderes nehmen, ist klar, aber macht ja nur Sinn auf dem Lenkrad, ja, und sagen hier Assign Control. So, jetzt Waiting for Button, Click to Cancel. So, jetzt müsst ihr euch halt auf eurem Lenkrad den Knopf für den Flasher aussuchen. Nehme ich jetzt einfach mal. So, Button Number 7. Ne? Und zur Sicherheit sagen wir jetzt nochmal Save. Und dann stimmt das jetzt hier alles so. Dann machen wir das aus. Ja, und dann würde ich sagen, dann jumpen wir jetzt wieder zu Automobilista und gucken, ob es funktioniert hat. Okay? So, und dann sitzen wir jetzt in Automobilista wieder im Auto. Ihr müsst jetzt natürlich auch den Crew Chief gestartet haben.
Ne? Also wenn jemand das gemacht hat, dieses Makro zu belegen und hatte den Crew Chief aus und hat jetzt vergessen, ihn anzumachen, dann wird es nicht funktionieren. Also nur mal als Anmerkung, weil ich habe diesen Fehler gemacht und habe mich gewundert, warum der Scheiß nicht funktioniert, aber passt auf, funktioniert. Also Licht an, Licht aus, ganz normal belegt, Fernlicht an, Fernlicht aus, ganz normal belegt und jetzt, Achtung, seht ihr das? Geht mal an der Lenkradtaste, oder? Mal hier so, zack, zack, funktioniert einwandfrei. Wir haben uns quasi über den Crew Chief ein kleines, feines Makro geschrieben. Ja, also, ein kurzes, kleines Gimmick-Video. Vielleicht hilft es euch, vielleicht findet ihr es gut. Nein, braucht man jetzt den Flasher, wenn man gegen die KI fährt. Aber wir alle mögen doch die Immersion und das ist irgendwie so original wie möglich ist. Und es wurde ja auch schon öfters mal angemerkt, dass das mit dem Flasher blöd ist, dass es den noch nicht gibt. Er wird wohl kommen. Aber ich habe euch jetzt eine Möglichkeit gezeigt, wie ihr euch einen basteln könnt. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Däumchen da. Ich meine, ich mache das ja auch für euch. Ja. Und vielleicht noch ein Abo. Da würde ich mich richtig drüber freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream, Video oder sonst wo. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Ciao.